Hallo, hallo, hier ist wieder euer Einhell-Harry. So, jetzt wollte ich eben gerade ein Video machen zu meiner Kreisschneidevorrichtung, habe auch schon damit angefangen und habe festgestellt, das Sägeband ist stumpf von der Bandsäge und das muss ich jetzt austauschen und denke, ich lasse einfach mal die Kamera mitlaufen, dann seht ihr, wie man das austauscht, falls es einer nicht weiß. Als erstes müsst ihr hier das Ganze losmachen. Das ist zweigeteilt, der Anschlag. Nicht Anschlag, die Schiene ist zweigeteilt, die kann man verschieben, drüber, dann ist hier ein Zapfen drin, der muss raus, dass das Sägeband raus kann. Dann macht man hier auf. Die Säge natürlich vom Strom wegmachen, ist klar. Wobei, sobald das offen ist, ist der Schalter drin, da geht auch nichts mehr. So, dann ist hier offen. Dann machen wir hier auf. Ach, übrigens, der, der noch nicht abonniert hat, einfach unten auf den Button drücken. Ja, wäre ganz cool. Da sind relativ lange Schrauben drin. So schaut das Ganze dann aus. Du kannst dann hier das Sägeband entspannen. Du musst dann den nur rausmachen. Der muss noch raus. Du kannst hier das Sägeband entspannen. Dazu müssen wir aber oben, Moment, noch einen Imbus. Hier. Das ist praktisch dazu da, dass das Ganze, dass die Führung praktisch festgeschraubt wird. Da können Sie hier aufmachen, da ist eine Feder drin und schon wird das Sägeband locker. Ja. Sägeband ist locker. Und schon kann ich es rausnehmen. Aufpassen, dass ihr euch nicht wehtut, dass ihr euch nicht verletzt mit dem Ganzen, vorsichtig damit umgehen. So. Eine Sägeband. Ich habe andere auch noch, aber ich mache jetzt eine. So aufpassen, wenn ihr das jetzt aufmacht, dass euch das nicht, anspringt, auf Deutsch gesagt. Man das. So, jetzt. Dann natürlich aufpassen, die Säge läuft so rum, dass die Zähne nach unten gehen. Das Ganze reinmachen. Schaut so, dass das auf dem Rad droben ist, so ungefähr. Da ist ja so Gummi droben, dass das sauber auf dem Gummi läuft. Und dann einfach mal durchdrehen. Jetzt ist es schon droben. Durchdrehen und schauen, dass es sauber auf dem Gummi läuft. Es ist natürlich so, wenn die Säge kommt, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Säge war gut eingestellt, ich habe nicht viel verändern müssen. Du kannst hier alles einstellen, du kannst praktisch die Neigung einstellen hinten. Du kannst die Neigung einstellen, hier von dem oberen Rad, dass es auch in der Mitte läuft. Mit dem stellst du es praktisch ein, dass es auch sauber in der Mitte wird. Wenn es nicht mehr mitten laufen würde, hier, dann müsstet ihr hergehen, müsst es hinten verstellen, dass das Rad sich kippt oder nach hinten oder nach vorne, so dass das Ganze sauber in der Mitte läuft.
Bei mir läuft das. Moment, ich muss ein bisschen nachstellen. Das war ein bisschen zu viel. Wir schauen es dann sauber, dass das ganze Sägeband sauber auf dem Gummi in der Mitte läuft. Dann das mit dem Festspanner hinten. Immer ein paar Mal durchdrehen. Ihr könnt dann die Säge auch wieder reinigen, wenn sie recht dreckert ist, weil sie selber recht dreckert. Das Band ist okay. Wenn wir vielleicht drüber fahren, hätte ich vorher machen können, dass alles sauber ist. Da ist übrigens auch der Antrieb, der Keilriemen. Da könntest du jetzt auch noch die Geschwindigkeit verstellen, wenn du hergehst und hier die andere Rolle nimmst, also große und kleine Rolle, und da kannst du die Geschwindigkeit vom Sägeband verstellen, was ich aber bis jetzt noch nicht gemacht habe. So. Dann schauen wir, bis das Ganze passt, einstellen. So, dann müssen wir da oben noch das anziehen. Das niemals vergessen, das wäre nicht gut. Dann schauen wir nochmal, wie es läuft. Läuft perfekt. So, dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Sägeblatt einsetzen. Dann machen wir wieder zu. Das Ganze hier wirklich nur handfest anziehen mit dem Schlüssel, weil sonst spiegst du den Deckel durch. Oben wie unten. Handfest anziehen. Sicherheitsschalter drin, dass die einfach wieder drückt werden. Das Ding nicht vergessen hier. Das gehört auch rein. Der Rundling da noch rein, das wieder zu, und das mit 6er anziehen. So. Und schon sind wir fertig mit dem Sägeband tauschen. Aus. Das ist auf jeden Fall oben der Schalter nicht gedruckt. Jetzt hat er gedruckt. Und so läuft es. Also habt ihr jetzt auch gesehen, wenn ihr das Ganze praktisch jetzt festschraubt,
Und der untere Schalter, du kannst schon probieren, wenn du den Deckel zumachst, dann hörst du den Schalter klicken. Genauso den oberen Schalter hörst du klicken. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, habe es angezogen, nicht ganz so fest. Also es muss schon gut, also es muss einfach ganz einfach gut handfest fest sein. Nicht so, dass der Deckel nach innen druckt, aber dass der Schalter druckt. Aber jetzt hat man gesehen, wenn man praktisch den Fehler macht, läuft es nur an. Das ist praktisch der Fehler. Wenn es nicht anläuft, dann ist der Schalter oben oder unten nicht gedrückt. Aber so geht's. Schneidet perfekt. Also, das war's schöne von mir. Jetzt habt ihr gesehen, wenn man das Sägeband tauscht, wenn man auch einen Fehler macht, dass dann die Säge nicht angeht. Das haben wir auch gleich mit gesehen. Das war gar nicht schlecht. Das war's schon von mir. Danke fürs Zuschauen. Bleibt so, wie ihr seid. Freut euch an eure roten Maschinen und bleibt gesund. Das war's wieder von mir. Euer Einhorn Harry. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's es gut.